So, heute wollen wir uns mit dem Stück Around the World beschäftigen. Und zwar hat das Stück grob gesagt drei Teile. Die erste Reihe spielen wir in der C-Mittellage. Die letzte Reihe ist identisch mit der ersten Reihe. Und am Ende haben wir einen Dreiklang. Spannend wird es in der zweiten Reihe im Mittelteil. Das seht ihr, steht oben drüber A-Lage, E-Lage, F-Lage, G-Lage. Und Noten, die ihr vielleicht noch nicht lesen könnt. Aber das werden wir lösen. Wir fangen mal an mit dem ersten Teil. Beide Daumen auf das C1. Und los geht's. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Wiederholung und 1 und 1 und 1 und 1 und 1, 2, 3, 4, 1. 4. So, das war das ganze Stück. Wir starten mit Reihe 1. Wir haben einen Tonraum von 5 Tönen, von A über H und C und D und E. Ganz einfach. Wir haben eine Pause, Einschlagpause, Viertelpause, Notenwerte. Wir haben Viertelnoten, eine ganze Note. Los geht's. So, das kriegt ihr sicher leicht hin. Das ist überhaupt kein Problem. Spannend wird es jetzt in der zweiten Reihe. Okay, die Noten kennt ihr noch nicht. Was machen wir jetzt? A-Lage. Was bedeutet A-Lage? Wenn deine rechte Hand in der C-Lage liegt, C, dann gehst du zur D-Lage, zur E-Lage, zur F-Lage, zur G-Lage und schwupps, bist du in der A-Lage. Okay, jetzt bist du in der A-Lage, drückst ein A, dann überspringst du eine Taste, drückst ein C und drückst ein E. Das sind jetzt drei Töne. Klingt wunderbar, nennt man Akkord. Jetzt behältst du diesen Akkord in deinen Fingern, erster, dritter, fünfter, und rutschst mit der Hand wieder runter von der A-Lage über die G-Lage und die F-Lage in die E-Lage. So, auch ein Akkord, gleiche Finger. Jetzt gehst du eins nach oben, F-Lage, ein Akkord und G-Lage. Also quasi A-Lage, E-Lage, F-Lage, G-Lage. So, das spielst du jetzt viermal durch, würde ich sagen. Mach's immer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, an dieser Stelle kannst du das Video kurz stoppen und viermal spielen und dann geht's weiter. So, jetzt geht's weiter. Wir sind in der A-Lage. Jetzt wollen wir mal die Noten spielen, die da stehen. Ganz einfach. Das sind unsere drei Töne. Wie man gut sieht, wir beginnen mit dem obersten, dann der unterste, der mittlere und der oberste. Das ist die Reihenfolge.
Und es wiederholt sich mit allen vier Akkorden. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mach das mal ganz, ganz langsam. Ganz langsam und vorsichtig. Also 1, 2, 3, 4. Dass du jedem Finger die Chance gibst, in Ruhe runterzudrücken. Ja. Und wenn du Sicherheit hast, kannst du auch das Tempo erhöhen. Genau, das wäre jetzt eine super Übung. Das mal ganz viel üben, bis es klappt. So, wenn das klappt, kommen wir zu Reihe 3. Reihe 3 siehst du ganz leicht, wenn du vergleichst. Erste Reihe, dritte Reihe ist total gleich, brauchen wir gar nicht spielen. Doch spielen wir, denn da kommt der Schluss. Guck dir den Schluss mal an. Wir haben hier einen Zweiklang, eine C und ein E. Und die linke Hand ein A. So, kommt dir das bekannt vor? Guck mal deinen Akkord da oben. A. Und jetzt hier, nur mit zwei Händen. Der gleiche Akkord, nur eine Etage tiefer oder wie die Musiker sagen, eine Oktave tiefer. Okay. 1, 2, 3, 4, 1, die Pause. Und 1, 2, 3, 4. Super. Achte noch drauf, dass du das C hier mit dem linken Daumen spielst und das C hier mit dem rechten Daumen. So, also du wirst hauptsächlich Reihe 2 üben und wünsche ich dir viel Spaß. Und dann gibt es noch einen Teil 2.